Seid ihr noch wach? Stimmungsfalk? Zeit, Johanna? Berlin! Vielen Dank. Das mit dem Bremsen ist Quatsch, darüber sage ich nichts. Das sagt schon der Volksmund, wer bremst, verliert. Ich möchte anfangen mit einem Zitat von Sebastian23. Denn Sebastian23 hat einmal gesagt, George Orwell hat einmal geschrieben, wer verstehen will, wie sehr Maschinen unseren Alltag beeinflussen, der sollte sich jetzt einmal umsehen. Er schrieb dies 1932. Jetzt ist 1984. Ich bin online, sonst nichts. Sebastian23 sagte dies bereits 2007. 2014 veranstaltet das Haus der Wissenschaft einen Slam zum Thema digitale Gesellschaft. Und eigentlich sollten wir wissen, dass es nicht viel mehr um digital als noch mehr um online geht. Und deswegen heißt auch der eigentliche Titel meines Vortrags Digitaler Online-Wahn, alles für die Schwebebahn. Denn wir müssen unsere Schwebebahn an den Mann bringen. Ich bin hier, um zu erklären, wie sie funktioniert. Dafür habe ich 8,5 Minuten Zeit. Dann kommt noch eine halbe Minute Werbung. Und dann seid ihr wieder dran. Und ich möchte zunächst über die Wissenschaft reden und dafür den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess euch näher bringen. Aha. 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 Es geschah im Juli 1908. Man weiß es nicht genau, doch vermutlich war es Nacht. Die Nerds und Freaks bauten Armaturen, komplizierte Drucker und Glasapparaturen. Es versuchten viele, doch einer dem gelang es. Es war ein Mann, Heike Kämmerling Onnes. Viele hatten mit ihm in Leiden zu leiden, um der Weltgemeinschaft den Weg zu bereiten. Exakt 100 Jahre vor meiner Promotion verflüssigte er als erstes Helium. Tatsächlich kann man dem Wikipedia-Ausdruck und meiner digitalisierten Promotionsurkunde entnehmen, dass zwischen diesen beiden Daten, die kaum zu lesen sind, tatsächlich 100 Jahre lang, beides am 10. Juli 1908 wurde das Helium verflüssigt. 10. Juli 2008 habe ich meine Promotion verteidigt. Ich habe schon gemerkt, ich habe ein Faible für Reime. Das geht jetzt auch so weiter. Alle staunten drumherum, als flüssig wird das Helium. Die Freude kann nicht größer sein, er wirft Quecksilber hinein. Da explodiert ihm der Verstand, er findet keinen Widerstand. Du kannst den Widerstand nicht messen, was hast du denn jetzt schon wieder vergessen? Dazu muss man sagen, die letzten 8 Zeilen haben sich in 3 Jahren abgespielt. 1908 wurde das Helium verflüssigt, 1911 die Supraleitung entdeckt. Was der in den 3 Jahren gemacht hat, ich weiß es nicht. Was viele auch nicht wissen, der Assistent, der den Versuch durchgeführt hat, war Sachse. Und als der Mann gesehen hat, was da passierte, sprach er zu sich, Ei vor Bibsch. Ist der Widerstand weg. Gabel dran. Kontakte gut. Das Gelümpe verplempert. Wenn das der Chemi sieht, der macht mich rund. Das kannst du auch wissen, der macht mich rund, macht er mich. Doch, alles stimmte. Da wird ihm klar, der Widerstand ist schlicht nicht da. Die Sensation, das gab's noch nie. Supraleiter nennt Onnes die. Und tatsächlich, na super, sage ich heute sofort. Und tatsächlich auch dieses Wort nahm von da aus seinen Lauf in der Sprachgeschichte auf. Bum, tss, bum, 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 bum. 1986, Georg Bettners, Alex Müller. Ihre Entdeckung war ein echter Knüller, Supraleitung in Keramik. Alter, krasser Scheiß. 35 Kelvin, Mann, war das heiß. Neue Supraleiter schießen aus dem Boden, die Sprungtemperaturen schnellen nach oben. Früher brauchte man noch Helium und Flüssigwasserstoff, doch mit Yttrium, Barium, Kupfer, Sauerstoff. 92 Kelvin, das ist mehr als Ekoff. Dafür reicht flüssiger Stickstoff. Zeit, Johanna, du musst den Applaus rausstoppen. Wie geht denn das jetzt weiter? Doch hört, was weiter noch passiert. Olle Maxwell postuliert, dass ein runder Stromesfluss ein Magnetfeld bauen muss. Und da kann man rumerklären, Zustände und tun und mehren. Schließlich hat sich rausgestellt, rausgeschmissen wird das Feld. Es ist einfach keins am Start. Im Supraleiter erster Art. Erste Art, da geht es los, Felder klein und Felder groß, noch ein bisschen nachgedacht, 10, 12 Nächte durchgemacht. Ja, kann denn, darf denn das so sein? Geht das Feld jetzt doch noch rein? Es zeigt sich, ja, es tut es doch, und das eine sage ich noch, nicht einfach, sondern linienweise geht das B-Feld auf die Reise. Mitten durch den Supraleiter, und der leitet super weiter. Ist ein Leiter, zweiter Art.
Und den machen wir jetzt hart. Wie das geht, erklärt nicht kantig, sondern ganz soft die Romantik. Dazu habe ich ein Stimmungsbild. Wie ein Flussschlauch, still und heiter, durch das Material sich windet. Ach, hätte ich nur im Supraleiter etwas, das ihn an sich bindet. Es ist nicht Gold, doch Silberkristalle, 2-3 Nanometer klein. Flussschläuche, wir nehmen euch alle, bleibt auf ewig, bleibet mein. Das kann man jetzt nicht lesen, ne? Hier steht Julias Balkon und da frage ich mich, ist das Julia? 2-3 Nanometer klein, Flussschläuche, wir nehmen euch alle, bleibt auf ewig, bleibet mein. Denn seid ihr da, wo auch wir sind, gewinnt ihr Kraft und spart Energie. So habt ihr was, das euch an uns pinnt und verlasst uns niemals, nie. Jetzt müssten eigentlich so rote Herzen über den Bildschirm flackern, das war mir aber echt zu albern. Stattdessen möchte ich kurz zusammenfassen, wir haben einen Supraleiter, der kommt ins Magnetfeld. Da wird das Magnetfeld gepinnt, wir haben also Magnetfeld ohne Feld, das ist was? Ein Magnet. Ein Magnet war so gewahr, wo vorher gerade noch keiner war. Und ich packe noch einen drauf, die Story nimmt das Tier in Lauf. Der Supraleiter kommt ins Feld und merkt sich diese neue Welt, wenn er supraleitend wird. Er friert das Feld ein, unverwirrt, und trägt es weiter in sich fort. Und noch ein weiteres Zauberwort. Im Magnetfeld wohnt die Kraft, die jedes ganz Besondere schafft, Gegenstände anzuheben. Auf Magnetfeldern zu schweben, mit Supraleitern wird es möglich. Freies Schweben gibt's jetzt täglich! Das Magnetfeld weist die Spur, in die Kurve legt sich Po und fährt magnetisch festgehalten. Keiner muss darunter schalten. Seitenführungskräfte scheint's größer als in der Formel 1. Wir fahren lieber langsam hier, beschwert sich sonst der Passagier. Das ist es dann so, grob und ganz, unser Flaggschiff Supratrans. So, jetzt kommen wir zur digitalen Werbung. Dafür brauche ich eure Hilfe. Und zwar müsst ihr den Rhythmus vorgeben und ich werde dann versuchen, mich dran zu halten. Der Rhythmus ist ganz einfach, den kennt ihr alle, der geht. Soweit die Physik und die Werkstoffwissenschaft. Doch jetzt kommt das, was die Wissenschaft nicht schafft. Jeder soll es wissen, was bei uns im Keller steht. Wir brauchen einen Hype, der sich um die Bahn dreht. Hypes erreichen viele, übertragen sich viral. Facebook, Google, Twitter macht den Hype digital. Es begann ganz klassisch mit der Eröffnungsshow. Minister beim Empfang, Sekt und Häppchen und so. Fernsehen war bei uns, Galileo von ProSieben. Die Sendung mit der Maus bringt einen Teppich zum Fliegen. Digitale Bilder, wie auf dieser Leinwand. Ein Film digital, wo kein Loch mehr reinbrannt. Ein Name, der kickt, schärfer als Pfeffer. Supratrans, 10 Videos, aber 400 Treffer. Alle sollen es wissen, alle sind vernetzt und auch ihr wisst es jetzt. Supratrans fetzt. Dankeschön. Doch nachdem jetzt alles digital und online so schön war, möchte ich noch mit mahnenden Worten schließen, wieder mit einem Zitat von Sebastian 23, der da lautet: Doch solange das WLAN hier ruckelfrei läuft, werden wir darauf nicht reagieren. Man sieht da oben, dass das durchaus stimmen kann. Und auch Einstein, Dong hat es schon gesagt, hat mal gesagt, ich fürchte mich vor dem Tag, an dem Technologie unsere menschlichen Interaktionen übertrifft. Die Welt wird eine Generation von Idioten bekommen. Nun ist die Frage, was können wir dagegen tun? Wir können was dagegen tun. Wir tun gerade jetzt was dagegen, denn der Science Slam ist es, wo Wissenschaft unters Volk gebracht wird. Ich rede, ihr hört zu, wir reden miteinander, wir interagieren miteinander und deswegen heißt die eigentliche Botschaft des Abends Science Slam fetzt. Dankeschön, Berlin! Applaus